Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Might and Magic, The Mandate of Heaven. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was ich machen wollte. Es ist Samstag. Ich könnte noch einen Tag warten und die Arena noch kurz mitnehmen. Und dann könnte ich eventuell zurück in die Sümpfe gehen. Ich finde die Sümpfe jetzt gar nicht mal so cool, aber was muss... Das muss. Das bedeutet. So, ich verschlafe jetzt mal einen Tag. Das sei mir verziehen, denn ich will die Arena noch mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wo sind wir? Oh, hier ist mir nicht wohl. Ja, den Satz kenne ich schon. Ich bin mir nicht so sicher. Ob ich es überhaupt nochmal, jetzt habe ich glaube ich nicht gespeichert, ob ich es nochmal auf einer Stufe schwerer probieren soll. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach auf... Hallo? Ich bleibe jetzt einfach auf knappe. Hexenhabier. Riecht ihr es schon? Ich rieche schon wieder die Flüche. Ja, das ist nicht so tragisch. Das ist auf jeden Fall machbar. So, wo ist Heldentum hier? Ja, es sind natürlich alle innerhalb von 2 Sekunden 30.000 Mal verflucht worden. Und mir kommt es nach wie vor noch so vor, als treffen die auch schlechter. Während sie verflucht sind. Egal. Ich bin relativ sicher, dass ich mir Endfluchen sparen kann. Habe ich noch Fernkämpfer? Nee, die kommen alle hierher. Okay, die sollten jetzt im Nahkampf nicht das große Problem werden, hoffe ich mal. Wobei, vielleicht sollte ich erstmal die Hexenharpien machen, sonst machen die mich wieder besoffen. Und ich weiß nach wie vor nicht, wie ich diesen besoffenen Status heilen soll. Ist hier schon jemand verletzt? Ja, heilen kann ich mir bei den ganzen Flüchen ja auch sparen. Ja, vielleicht muss ich mal die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Der Goblinkönig ist mir egal. Eigentlich hätte ich die am liebsten zuerst tot. Sehr schön, wenn die ganzen Leute mal treffen, können wir sogar mal ein bisschen Schaden machen. Ist die... Okay, die war gerade noch zu weit weg. Ich will halt nicht, dass die mich besoffen machen. Weil ich weiß, nach wie vor nicht weiß, wie ich das immer jedes Mal hier heilen soll. Ja, also das überlebe ich schon, keine Sorge. Hoffe ich mal. Komm, die Goblin-Könige sind jetzt auch nicht mehr so hart. Alles klar. Kein so großes Problem. Ah, dieses Gefluche geht mir vielleicht auf die Nerven. Okay, er hat's zumindest mal geschafft, sich selbst zu entfluchen. Gleich mit dem ersten Mal. Das bedeutet, er kann die restlichen Leute auch schnellstens entfluchen. Okay, gib mir mal mein Gold. 2000 Gold. Das wird natürlich immer ein bisschen mehr. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Es wird natürlich immer ein bisschen mehr. Das Gold, aber 2000 Gold ist jetzt auch nicht mehr. Macht jetzt auch keinen so großen Unterschied mehr. Aber du kannst mal die Leute voll heilen. Wobei, es ist egal. Ich werde beim Übergang in die andere Welt sowieso voll geheilt. Also kann ich mir das eigentlich jetzt sparen. Okay, ich würde sagen, wir machen einmal schneller. Nein, ich will eigentlich nicht warten. Und ab zurück in die Sümpfe. Ich könnte jetzt auch mal die Schmugglerbucht mir anschauen, aber ich habe ungern ein Gebiet, in dem ich angefangen habe und das dann so halb fertig zurücklasse, sozusagen. Also ich denke, ich werde zurück in die Sümpfe gehen. Und eventuell prügle ich mich durch diese Ogerfestung durch. Durch diese Burg Darkmoor heißt es, glaube ich. So, hier wären wir wieder. Willkommen zurück. Ich brauche einmal das Auge. Der Rest ist mir gar nicht so wichtig. Okay, hier oben ist alles erkundet. Das hier ist der Zirkus. Das ist die Gaststätte. Was war denn das da? Was ist denn das Ding da oben? Dieses braune Teil da. Was ist denn das? Bin ich da das letzte Mal dran vorbeigelaufen? Was ist das denn? Snurgles Eisenminen.
Was? Die größte Zwergenmine in Endoroth. Snurgle hat sie als Thronfolger des Zwergenkönigs geerbt. Snurgle ist der Name von dem Dungeon in Burg Ironfist, wo ich nicht weitergekommen bin. Hey, da gehen wir doch mal rein. Wo sind wir? Ich sag nur hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Okay, dann würde ich sagen, 10 Trefferpunkte wiederhergestellt. Was ist das? 10 Zauberpunkte. Das ist aber sehr cool. Das werde ich mir wohl mal aufheben. Okay, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich ist die Tür hier gleich zu und das Abenteuer hat sich direkt erledigt. Oh nein, 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 nein. Warum? Warum? Wieso? Wieso? Nein. Ja, mit einem Magier allein. Es ist natürlich nicht so cool. Ich meine, die sind jetzt, wie gesagt, nicht so schwierig. Sind die eigentlich wieder weg vom Eingang? Ja, sind sie. Sie sind jetzt nicht so schwierig. Das Problem ist halt, dass der Einzige, der hier aktiv Schaden machen kann, eigentlich... Moment mal, er ist vielleicht nicht der Einzige. Lass mal Funkenflug machen. Du kannst doch fliegende Faust. Für 6 Punkte Schaden, was? Und daneben, ja, vergesst es. Also der Einzige, der hier wirklich mit Magie aktiv Schaden machen sollte, ist Solasa. Kriegen die eigentlich wieder volle HP, wenn ich rausgehe? Ich hab nicht besonders viel Platz, um hier zu manövrieren. Ja, ich glaube, die kriegen wieder volle HP. Da muss ich mal gucken, dass ich zumindest einen dieser Ätzschleime wegkriege. Ja, das ist hier natürlich schon ein bisschen ein Problem. Kommt ihr mal ran, lauft da mal rein. Ja, die werden jetzt eventuell gleich ein bisschen was von meinem Equipment kaputt machen. Ich glaube, die hat eine relativ hohe Chance, mein Zeug kaputt zu machen. Aber ich muss jetzt mal stehen bleiben, sonst komme ich hier nie weiter. Okay, das müsste Vergiftung sein, glaube ich. Richtig, ja. So, du könntest eigentlich mal heilen. Ihr könnt sowieso alle keinen Schaden machen. Also zumindest einen Ätzschleim will ich mal kaputt machen, bevor ich mich wieder zurückziehen muss. Okay, der ist mal weg. Da könnte noch einer drauf gehen. Okay, der macht sich aus dem Staub und den treffe ich auch nicht mehr. Ja, es hilft nichts. Vergiften ist nicht so tragisch und auch wenn die mir mein Equipment kaputt machen, sollte das hoffentlich auch nicht so tragisch sein. Wobei, bevor die alle nur ihre Züge verbrauchen, das war wahrscheinlich wieder, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Ich kann nichts machen. Kannst du das reparieren? Okay, sie kriegt das repariert. Sonst noch irgendwas kaputt? Nee. So, bevor ihr eure Züge einfach verbraucht, kannst du mal probieren... Hier sind Umnachtung, Lähmung, Präzision... Spiritueller Pfeil? Ja. Das hat sich schon mal überhaupt nicht gelohnt. Was war das hier nochmal? Steigert Stärke. Ja, das hilft mir hier gerade auch nicht wirklich was. Fliegende Faust. Und daneben. Entweder war das daneben oder ich habe es in den Boden gezaubert oder was weiß ich. Ja, bei ihm, sein ganzes Equipment ist langsam wahrscheinlich total kaputt. Egal, das repariere ich jetzt gar nicht. Das macht eh keinen Sinn. Ist eh gleich wieder kaputt. Moment mal, du könntest mal deinen Hut der Valansolasar abgeben, dass der mal ein bisschen hochheilen kann. Ja, jetzt mache ich wenigstens mal ein bisschen Fortschritte. So, an den letzten Ätzschleim. Mann, Mann, Mann. Aber aber die Minen mache ich jetzt durch. Wenn ich hier schon mal zufällig dran vorbeilaufe, dann nehme ich die mal mit. Ich hoffe, der heilt jetzt nur mit dem Hut sein Mana schnell genug hoch. Ah, Moment mal, ich kann doch einfach hier drin saufen, oder? Oh Mann. Darauf hätte ich auch selber kommen können. Ja, keine Ahnung, wieso ich da nicht drauf gekommen bin.
Ja, greif du mich ruhig an. Halt, halt, halt. So, der wäre mal weg. Stimmt, ich habe völlig vergessen. Ich kann ja einfach mein Mana an den Brunnen hochheilen. Ja, der geht schon weg. So. Also diese Schleime sind echt richtig nervig. Ja, bei dem ist was kaputt gegangen. Ich hoffe, dass Melody das alles reparieren kann. So, jetzt schauen wir mal rein. So, was haben wir denn alles, was kaputt ist? Alles kaputte mal zu Melody, bitte. Das geht sogar noch. Repariert. So. Der hat nur normale Schuhe, was für ein Schrott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was mache ich denn mit dem Hut? Ach, den gebe ich wieder zur Entin rüber. Okay, das war Zauberpunkte. Und jetzt nochmal heilen und weiter geht's. So, ihr mistigen Mistviecher. Hoffentlich gibt's davon jetzt nicht noch mehr. Oh Gott, nein. Oh Gott, bitte nicht. Ja, so ist das Leben. Jetzt kann ich so ein bisschen vor denen davonlaufen. Autsch. Ja, die sind da anscheinend ein bisschen zu fett, um da durchzukommen. Ja, der braucht permanent was, um sein Mana zu regenerieren. Anders geht das hier nicht. Ja, ich schmeiß da jetzt immer mit den Blitzen da rein. Weil, ich meine, was ist halt die Alternative? Man könnte jetzt sagen, okay, das macht jetzt mit einem Magier jetzt vielleicht nicht ganz so viel Sinn, aber was ist meine Alternative? Gehe ich jetzt einfach aus dem Dungeon raus? Komme ich hier später wieder? Nee, ich prügel mich da jetzt durch. Oh Mann. Vor allem das Schöne ist, ich kann direkt hintergehen und kann meine Zauberpunkte an diesem Ding wieder auffüllen. Ich meine, der hält auch nicht unendlich lange, aber... Boah. Also ich hatte eigentlich jetzt gehofft, dass ich hier wieder auf ein paar Zwerge treffe. Aber so kann man sich... Okay, bei ihr ist was kaputt gegangen. Kannst du nicht mal dein Feuer benutzen? Ich lasse dem jetzt mal sein Feuer benutzen. Keine Ahnung, wie viel Schaden das jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall ist das gesamte Equipment schon wieder kaputt. Ich habe das schon wieder gesehen. Genau, jetzt ist nämlich nur noch erfrischend. Jetzt kann niemand mehr daraus trinken. Ja, das dachte ich mir, dass dieses Zauberpunkte-Ding nicht allzu lange hält. Aber ich höre auf jeden Fall Zwerge hier neben mir. Also hier sind nicht nur Schleime, hoffe ich mal. Ich habe genug Essen. Ich kann mich einfach regenerieren, schnell überrasten. Stirbt da jetzt eigentlich auch mal jemand oder eher nicht so? Okay, da lebt noch einer. Gehe ich jetzt mal ganz nah ran. Klick, 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 klick. Zauberspruchrolle. Na, ob das wohl Schrott sein wird? Okay, ja, ist natürlich wieder alles kaputt. Wobei, es hält sich nach wie vor immer noch in Grenzen. Einmal bitte reparieren. Repariert. Jawohl, Trefferpunkte. Das kannst eigentlich du schnell anziehen. Ich weiß nicht. Massenflug. So. Was kriegen wir denn für unsere ganze Pein hier? Ein Mehlsack. Du findest Nahrung. Du findest Nahrung. Da ist noch eine Tür, noch mehr Nahrung. Schön, schön, schön. 67 Nahrung. Okay, klicken wir mal ein bisschen auf den Wänden rum. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen zusätzlichen Loot. Die Fackel hier vielleicht. Irgendwas Verstecktes. Okay. Was ist denn hinter Tür Nummer... Halt, falsche Richtung. Was ist denn hinter dieser Tür? Nichts. Na, ich sehe keine Gegner.
Das macht mich gleich richtig paranoid, wenn ich in den Raum reingehe und kein Gegner ist drin. Oho, toll, eine Armbrust, die kein Mensch braucht. Egal wie gut sie ist, keiner hat den Skill, um Armbrüste zu benutzen. So, was ist hier drin? Du findest 3 Nahrung und ein Ring war auch noch drin. Cool, cool, cool. Glück plus 1, ja, so ein Schrott. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Moment mal, da ist noch irgendwas Blaues. Ah! Das macht mir hier ein bisschen Sorge. Wenn ich so lange Gänge sehe und da sehe ich keine Gegner den ganzen Weg nach unten, das macht mir irgendwie Sorge. Apropos, wir können ja schon mal auf Nummer sicher gehen. Ja, du kannst mal den wieder aufziehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, hier sind nicht mehr allzu viele Schleime. So, dass ich zumindest vorbereitet bin, falls hier Gegner kommen, die ich bekämpfen kann. Sowas hier nämlich. Teufelsbrut. Oh weh. Na, dann kommt mal um die Ecke rum. Genau dafür habe ich jetzt Präzision und Heldentum gemacht. Die machen schon ordentlich viel Schaden, ich aber auch. Da ist sie, die Teufelsbrut. Okay, die spuckt mit Feuerzaubern anscheinend rum. Kommst du näher? Ja, danke. Ich habe irgendeine beidhändige Axt geplündert. Aha. Die ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber Äxte benutzt hier keiner. 39 Schaden, na wunderhübsch. 27. Und da geht sie dahin. Ich hätte eventuell den Zauber hernehmen können, dass er keine... Umnachtung heißt er, glaube ich. Dass er keine Skills benutzen kann. Oh, nee. Tja, so ist das Leben, ne? Also diese Schleime. Ja, Ausdauer plus 9, das gebe ich jetzt nicht dem End hinterbei. Ja, ich will nicht dich treffen, du Mistviech. Geh du mal bitte aus dem Weg. Verdammt, ich treffe immer nur dieses... Geht ihr mal aus dem Weg, jetzt. Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück. Hoffentlich habe ich noch genug Zauberpunkte. Okay, einmal noch, dann ist der schon mal weg. Jawohl, ekelhafte Schleime. Und einen da hinten sehe ich noch. Aber der läuft nach wie vor noch von mir davon. Ob so jemandem aufgefallen ist, dass ich mein T-Shirt gewechselt habe? Nee. Glaub nicht. Okay, was haben wir denn hier? Du gehst mal... weg. Okay, gucken wir uns doch mal... Zack, oh. Zack, oh. Zack, leer. Zack, oh. Okay, wir haben grün... Leer, leer, leer. Wir haben grün und rot. Was war grün nochmal? Ich kann mir das echt nie merken. Was war grün nochmal? Notizen. Grün ist Ausdauer. Ja, Solasar, würde ich sagen. Und Rot kriegt nach wie vor Malz. Der wird so unglaublich reinhauen. Der hat schon fast 70 Stärke. Oh Mann. Okay. Gucken wir mal hier. Aua! Autsch! Stärke plus 8. Magie vertreiben. Rüstung plus 3. Aua! Mal schauen, dass ich die wieder zumindest wieder zurück ans Leben krieg. So, und jetzt darf sie mal diese Kraftheilung, glaube ich, heißt es, benutzen. Die hier. Zack. Und gleich nochmal. Zack. Der Zauber ist cool. Verstanden. So. Das hat er zumindest mal aufgekriegt. Was haben wir denn hier drin? Ist das nur ein Schrank oder sind das jeweils 30 Schränke? Rüstung plus 8, 5 Intellekt und Charisma. Okay, das gebe ich jetzt mal dem Magier vielleicht. Je nachdem, was diese für Sachen anhaben. Okay. Reaktion plus 8, das kann ich mal umziehen. Er hat momentan gar keinen Helm auf.
Dann nimmt der jetzt mal Reaktion plus 8. Das muss repariert werden. Repariert. Glück plus 6. Stiefel, die kann er tragen. Er hat auch noch keinen Umhang. Zack, zack. Glück plus 1. Ausdauer plus 9 hätte ich auch noch. Ist es Charisma? Nee, dann nehme ich ehrlich gesagt lieber Reaktion, bevor ich Ausdauer nehme. Irgendwas wollte ich noch verteilen. Ah ja, genau. 5 Intellekt und Charisma. Ja, Charisma braucht er zwar nicht, aber er braucht Intellekt. Und irgendwie muss ich's geben. Natürlich könnte ich es auch Melody geben. Ich glaube, ich werde sogar Melody geben. Ich habe lieber, dass sie mehr Charisma und mehr Mana zum Heilen hat. So, Lazar ist eh noch kein so starker Magier. Ist das alles? Okay, das ist alles derselbe Schrank. Ich dachte, vielleicht sind es mehrere. Och, verdammt, alles leere Fässer. Jemand hat mir mal gesagt, es ist zufallsgeneriert. Also als er hier mal, oder als er bestimmte Fässer angeguckt hat, die ich auch angeguckt habe, waren bei ihm entweder andere Sachen drin und einige, die bei mir leer waren, waren bei ihm gefüllt. Das ist das, was mir die Leute hin und wieder so als Tipps in den Kommentaren geben. Tipps sind immer in Ordnung, Spoiler finde ich jetzt nicht so cool, hat zum Glück noch niemand gemacht. Aber solche Tipps sind immer in Ordnung. Das ist ganz interessant zu wissen, dass das hier so ein bisschen zufallsgeneriert ist. Okay, hier ist alles leer. Ja, ich habe ja schon auf dem Weg hierhin fast alles durchgeklickt, aber es schadet halt nicht nochmal zu gucken. Okay, was ich auf jeden Fall brauche, ist bitte das Auge. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht mehr so viele von diesen Schleimen krieg. Im Optimalfall gar keine mehr, weil Solasar hat auch kein Mana mehr. Okay, ja. Zwergen sind in Ordnung. Kommt der um die Ecke rum? Kommst du jetzt rum oder nicht? Kommt der da nicht durch oder was? Hi-ho, hi-ho. Okay, Moment mal. Okay, der... Kann ich vielleicht noch einen Tick hintergehen und ihn dann treffen? Während er mich nicht treffen kann. Ahahaha. Okay, was haben wir hier noch so? Gold. Das ist schon mal meins. Oh, was ist denn das? Schrank, das hat eine andere Hintergrundtextur. Großschwert. Leider benutzt keiner zweihändige Schwerter. Wobei, er benutzt doch Schwerter. Ist das 4d5 plus 2? Da ist das sogar, dass das tatsächlich noch besser. Weil ich denke mal, zwei oder einhändige... Moment mal, kann er das nicht tragen, weil ich den Skill nicht habe? Also ich schätze mal schon, dass Schwert auch für Zweihandschwerter zählt, oder? Deck Klingen ab, schneller angreifen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, dass ich mit dem Schwertskill auch Zweihandschwerter besser führen kann. Schätze ich mal. Okay, hier ist anscheinend sonst nichts mehr. Bitte nur noch Zwerge und keine Schleime mehr. Ja, das ist in Ordnung. Hier vielleicht mal so ein bisschen um die Ecke rumwarten. Ja, das passt. Da kippen sie alle um. Irgendwie scheinen die Lords zu fett zu sein, durch so eine Tür durchzukommen. Er hat dumm gelaufen. Oh Gott, ich höre noch 30.000. Ich habe immer Angst, wenn ich die anklicke, weil ich denke, das ist eine Truhe und die explodiert, sobald ich sie anfasse, aber das scheint nichts zu sein. Solange keine Schleime. Ja, ihr könnt herkommen, das ist in Ordnung. Ja, der ist nach wie vor zu fett. Ich dachte, vielleicht blockt der auch
die anderen Zwerge, dass die auch nicht durchkommen. Okay, er hat jetzt, glaube ich, was kaputt gemacht von ihm, oder? Ja, genau. Repariert. Repariert. Aber kein Problem. Schrank, der wird gleich wieder in die Luft fliegen und alle und meine ganze Gruppe töten. Davor darf sie nochmal eine Kraftheilung machen. So, jetzt jagen wir mal alle die ganze Gruppe in die Luft. Jetzt passt auf. Verstanden. Oh, und was ist drin? 76 Gold. Und die Begleiter nehmen 6, also 70 Gold für eine Truhe. Da sind noch mehr Haihos. Ja, dumm. Wenn du zu fett bist und nicht durch die Tür durchkommst, ist das nicht mein Problem. Sei du mal froh, dass ich keine Bögen dabei habe. Sonst würde das jetzt noch anders laufen. Ich dachte mir schon, ist doch nicht der Einzige, oder? Ja, tut mir leid, dumm gelaufen. Wenn du zu fett bist, ist das nicht mein Problem. Was haben wir denn hier? Ein Schrank, oh oh. Aha. Langdolch ist Mist. Verstanden. Oh, nichts, nee, keine Falle. Aha. Schrott. Aha. Schrott. Mhm. Schrott. Aha. Schrott. Mhm. Schrott. Aha. Schrott. Oh Mann. Ja. Aber eventuell kann Solasar den Gürtel verzaubern. Okay, der hat schon wieder keinen Platz mehr. Eventuell kann Solasar diesen Gürtel verzaubern. Schauen wir mal. Das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht machen. Eigentlich wollte ich... verzaubern? Nein. Okay, das kriegt er anscheinend nicht verzaubert. Repariert. Repariert. Ja, dumm gelaufen. Wie sieht's denn mit dem Inventar aus, mit dem Platz? Ja, das geht schon noch. Ich dachte mir, ob ich jetzt mal zurückgehe und das erste Mal verkaufen gehe, aber ich denke, das muss mal noch nicht sein. Große Tür. Und hier auch. Dahinter wird mit Sicherheit nichts Schlimmes warten. Okay, erfrischend. Ich kann mich jetzt an gar keinen von diesen Dingern mehr hochhalten. Okay. Die Tür mache ich auf. Doppeltür heißt es. Jetzt sind auch alle Buffs weg. Okay, zumindest mal einen Segen will ich haben. Hallo! Komm, tötet wenigstens mal den ersten. Au, oh, ich habe wahrscheinlich nicht genug Mana. Oh, es hat für Heldentum noch gereicht. Ja, da ist wieder was kaputt gegangen, glaube ich. Genau. Repariert. Das repariere ich sofort. Was machen die denn? Die machen ja im Sekundentakt. Machen die ja hier mein Equipment kaputt. Diese Kraftheilung ist super. Das gibt's doch nicht. Die machen ja wirklich im Sekundentakt. Machen die mein Equipment... Schaut euch das mal an. Die machen das ja schneller kaputt, als ich das reparieren kann. Vielleicht, weil es eine schlechte Qualität hat. Im Gegensatz zu dem Level, was die Gegner hier so haben. Eventuell. Ich weiß es nicht. Da ging schon wieder was kaputt. Also das ist gerade, das ist ja ziemlich hart. Repariert. Anfangs war ich mir nicht so sicher, ob so ein Reparateur in der Instanz nur oder im Dungeon notwendig ist, aber mittlerweile wollte ich nicht mehr ohne Reparieren hier unterwegs sein. Schwere Stabaxt, Dämonentöter, verdoppelt den Schaden gegen Dämonen. Ich habe leider niemanden, der Äxte benutzt. Okay, da sind noch mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, oder... Ja, ich dachte es mir fast. Irgendwie will ich mal kurz in die Stadt zurück und mal verkaufen. Ja, ihr überlebt es schon, nur die Ruhe. Im Sekundentakt werden die Leute hier umgehauen. Kommt! Kommt! Du läufst nicht davon. Okay, wisst ihr was? Ich gehe mal kurz verkaufen. Da ich nicht weiß... Nichts wie weg. Da ich nicht weiß, wie groß dieser Dungeon noch ist, denke ich, kann es nicht schaden, einmal kurz verkaufen zu gehen. Nicht genügend Zauberpunkte. Dann muss ich laufen.
Ich laufe mal ganz kurz in die Stadt zurück. Wie viel Uhr ist es denn? 1:57 Uhr, das schaffe ich noch rechtzeitig, um zu verkaufen. Wir sehen uns gleich mal in der Stadt wieder. Um einmal kurz zu verkaufen. Jetzt war es mir zu blöd, jetzt habe ich nochmal schnell einen blauen Trank für Solasar getrunken, damit ich schnell hierher fliegen kann. So, weil ich würde nämlich gerne einmal kurz verkaufen. Willst du etwas kaufen? Nein, ich möchte etwas Ich verkaufen. weiß nicht. Ja, komm weg damit. Weg, 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 weg. Weil wer weiß, Bis wie bald. lange dieser Dungeon da noch geht. Es kann alles verkauft werden. Hier ist ja schon wieder alles kaputt. Repariert. Im Sekundentakt wird mir hier mein Zeug Willst du etwas zerstört. kaufen? Nein, ich möchte nach wie vor nur etwas verkaufen. Bis bald. Bis bald. Wenigstens nennt er mich wieder nicht wieder Geizkragen oder Erbsenzähler. Wo war denn das Rüstungshaus? Es war hier hinten, oder? Wie geht's? Wie geht's? Jawohl. So. Rest sieht gut aus. Hast du vielleicht irgendwas Schönes? Großer Schild. Giftresistenz. Ausdauer. Also irgendwie, dafür, dass ich hier in einem relativ schwierigen Gebiet bin, verkaufen die aber ganz schön harten Schrott, finde ich. Die Handschuhe kann ich eventuell verzaubern. Der verlangt für die Handschuhe 450. Beziehungsweise ja 450. Feuerabwehr? Nee, da kaufe ich nichts. Und was ich hier auch nicht Was gesehen du habe. siehst, ist alles, was ich habe. Siehst! Was ich auch nicht gesehen habe, ist eine Taverne. Wobei eine Taverne ist relativ. Ist in der Nähe von dem Dungeon. Für 500 verkauft er mir diesen Ring. Also, die verkaufen wirklich ganz schön harten Schrott. Muss ich sagen. Dafür, dass ich in so einem schwierigen Gebiet bin. Danke. Komm bald wieder. Anke, komm mal wieder. Okay, ich muss einmal kurz zurücklaufen zum Dungeon. Und ich überlege mir gerade, bevor ich in den Dungeon zurückgehe, nochmal kurz das Mana von allen aufzufüllen. Und ich glaube, das mache ich auch. Jetzt schaue ich erstmal wieder, dass alles passt. Den Hut zieht bitte er auf. Was hat er? Reaktion, genau. Sie hat das Amulett, das heißt, die beiden regenerieren. Und du kannst den Ausdauer, wobei Ausdauer, den Helm kann ich verkaufen und dann zieht er den Reaktionshelm auf. Genau, jetzt regenerieren die beiden jeweils Mana und er hat den. Ich habe übrigens noch ein Hufeisen gefunden. Es lag da gerade irgendwo in der Gegend rum, das kann ich jetzt mal schnell ihm geben. Das passt, das kann dann verkauft werden. Und das restliche Equipment passt. Hallo, bis morgen dann. Jawohl. So. Einmal das Mana von allen wieder aufgefüllt und ab zurück in den Dungeon. Wir brauchen einmal wieder das Auge. Waha! Und dann ab nach drin. Snurgle. Dann Segen. Und das scheint der Thronraum zu sein. Einmal Heldentum, einmal speichern. Das war's. Wir gucken uns mal in den Dungeon in der nächsten Folge um. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird vielleicht noch ein bisschen größer. Und dann schaue ich mal, vielleicht hat dieser Dungeon irgendwas mit dem in Burg Ironfist zu tun. Weil da habe ich ja irgendwie noch einen Schlüssel nicht gefunden. Eventuell ist der hier irgendwo. Ich höre schon wieder Schleime. Egal. Kriegen wir alles hin? Hoffentlich in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.